Ich kann's kaum erwarten. Regelmäßig ab und zu und mache Sport regelmäßig ab und zu. Rekord, das hier ist kein Comeback. Ich war nie vor, skit, wie der Kumpel von da. Abos sind viel mehr als jeder Hater schafft. Hulu. Offensichtlich lässt der Held nach. Ich mache weniger Schilder. Wenn's mal wieder richtig Geld gab. Kündige Video und bringst wieder an. Nein. Aua. Ich mach kein Druck auf Schalten oder Ende. Keine Kreativ. Ich habe einfach Talent. Und übe nicht. Guck mal, sogar die Bild schreibt über dich. Es besiegt Molumbi, kämpft gegen Goliath. Leg dich mit mir an, ich sitz dich glatt wie mein Hobeljahr. Und nicht auf dem Albumcover mit Goldkette. Rendern und Hochladen sind Prozesse. Geweint war ein Voodoo-Kind. Wie ein rollender Stein. Im Dornenwald sang Maria für mich. Ich starb in deinen Armen, Bochum 84. Ich lange Zeit und traf ich auf sie. Und sie erinnerte mich. Wir waren Welten entfernt und doch vom selben Stern. Hab mein Gleichgewicht verloren. Doch kann trotzdem gerade stehen. Hab mein Gleichgewicht verloren. Doch kann trotzdem gerade stehen. Lieber ein Ogre als ein fettes, hässliches Arschlochfedervieh. Jetzt sind wir. Ich habe mich auch verletzt, irgendwo tief in mir. Bin ich ein Kind geblieben, erst dann. The kisses of the sun. Irgendwo am Horizont der Zeit voraus fängt die zu. Hör auf dein Herz und folg nur den Gefühlen. Ich wünsche dir viel Glück. Wenn du spenden willst, musst du von YouTube auf YouNow wechseln. Das geht nur auf YouNow. Verdammt.
Was wollt ihr alle mit Jürgen würgen? Was für ein Schwachsinn. Ich hab Haare geschnitten und mich geduscht, wie man sieht. Junge Adler, dein Herz und folgt nur die Gefühle. Klassik auf die Videos, die Sachen auf YouTube. Ich sehe klar auch die Chat-Nachrichten aus YouTube. Das ist, mal, ist ja schließlich mein Kanal. Also, weiß nicht, warum ich das nicht sehen sollte. Ich bann die ganze Zeit schon, falls es noch nicht aufgefallen ist. Hä? Wie ist denn das passiert, Alter? Muss ich mal kurz nur was loswerden. Und zwar, es ist jetzt irgendwie gerade ein Problem aufgetreten. Ich habe jetzt gerade schon Juno angeschrieben. Ich habe keine Ahnung, wie das passieren konnte. Für die Leute, die jetzt nur auf Juno zugeschaut haben hier, die wissen selbst nicht, was jetzt los ist wahrscheinlich, außer sie haben auf YouTube separat mitgeschaut. Irgendwie hat jemand geschafft, sich über Juno, ich gehe zumindest davon aus, dass es so war, anders kann es nicht sein. Ich habe meinen Account jetzt extra 10-mal überprüft und alles geschaut. Es hat keiner Zugriff auf meinen YouTube und meinen Google-Account, deswegen kann es auch nicht sein. Aber ich habe separat neben YouTube auf Juno gestreamt und ich kann mir echt nicht vorstellen, wie das so funktioniert haben soll. Ich glaube nicht, dass sich jemand reingehackt hat, zumindest nicht auf YouTube. Also YouTube ist safe. Ich habe echt überprüft, alles geschaut. Ich habe jetzt auch mal alle Moderatoren, ich habe irgendwie 4 Moderatoren gehabt, von denen ich keine Ahnung habe, wie oder wann ich die da reingehauen habe. Es kann sein, dass die mal verewigt schon, ewig da schon drinnen waren. Auf jeden Fall habe ich die jetzt auch mal rausgehauen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert hat. Aber ich habe auf, wenn ich auf Juno streame, kann ich einen Button andrücken, dass ich gleichzeitig auf YouTube streame. Und irgendwie hat jemand geschafft, sich über Juno, das ist die einzige Erklärung, die ich dafür habe, sich über Juno auf YouTube einzuhacken und es geschafft hat, auf die Art und Weise dann bei mir auf YouTube irgendwas einzuspielen im Video. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert haben kann, keine Ahnung, wie das sein kann. Ich bin jetzt damit erst einmal beschäftigt, das zu klären. Das ist auf jeden Fall ein absolutes No-Go. Das waren irgendwelche pornografischen Inhalte, die kann man echt nicht, das ist total No, also das kann nicht sein. Und irgendwie muss es von YouTube aus, von Juno aus sein, dass das von Juno aus jemand geschafft hat, sich auf YouTube da Zugriff zu halten mit dem Zeug. Und sich da entsprechend dann einzusetzen. Ich habe keine Ahnung, wie das angestellt hat. Auf YouTube, auf Juno selbst ist nichts zu sehen gewesen. Das ist das, was mich so stutzig macht. Auf Juno selbst ist nichts zu sehen gewesen, sondern nur auf YouTube. Das heißt, nur auf YouTube konnte man auch sehen, was da Sache war. Jetzt mittlerweile geht es allerdings nicht, weil ich jetzt den YouTube-Stream ausgemacht habe. Also ich streame jetzt nicht gleichzeitig auf YouTube und auf Juno, sondern nur auf Juno. Ich hoffe einfach mal, dass das wegbleibt, dass es nicht mehr eintrifft und nicht mehr zutrifft und nicht mehr hinhaut. Ich habe echt keine Ahnung. Also ich muss jetzt das mit Juno klären, weil entweder haben die da irgendwo eine Sicherheitslücke oder es ist doch irgendwie was bei mir, was ich eigentlich nicht glaube, weil ich, wie gesagt, alles überprüft habe. Es hat keiner Zugriff, außer ich. Es hat niemand auf Google Zugriff, außer ich. Somit kommt eigentlich keiner in Frage. Und ich habe eine dreifache Verifizierung für meinen Account, sodass niemand auf meinen Account drauf zugreifen kann. Also verstehe ich nicht, wie das sein kann. Gut, ich würde an der Stelle dann also sagen, das war's erst einmal. Gut, dass du das erklärst. Ja, das ist jetzt der Sinn der Sache gewesen. Also natürlich haben die Hater die Chance jetzt gleich genutzt, mich wegen pornografischen Inhalten zu melden. Ich habe das Video natürlich sofort runtergenommen und gelöscht.
weil es echt nicht sein kann. Das ist, ich habe keine Ahnung, was das war. Ich werde auch gleich auf YouTube nochmal eine kleine Erklärung machen und dazu nochmal was sagen. Und dann wird sich zeigen, wie das weitergehen wird. Ich habe noch keine Ahnung. Also, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ihr wisst Bescheid, ne? So, jetzt bin ich nochmal auf YouTube. Ich habe gerade über YouNow gestreamt gehabt. Ich wollte jetzt nochmal erklären. Ich habe jetzt kurz über YouNow gestreamt gehabt. Ich habe beim besten Willen keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ich kann mir das nur so vorstellen, dass über YouNow jemand auf YouTube zugreifen konnte und es geschafft hat, tatsächlich irgendwelche Inhalte auf meinen Stream zu posten. Ich weiß nicht, wie es funktioniert hat. Ich weiß nicht, wie es sein konnte. Ich habe auch gerade auf YouTube schon was dazu gesagt. Also das ist auf jeden Fall nicht von mir ausgegangen. Ich habe keine Ahnung, wie das ging. Das Geile ist ja, ich habe auf YouNow gestreamt, auf YouNow und habe separat auf YouTube gestreamt. Und irgendwie hat es jemand geschafft, sich in diesen Stream auf YouTube, aber nicht auf YouNow, einzuhacken und da irgendwelche Bilder und Videos zu zeigen, während ich gestreamt habe. Ich habe echt keine Ahnung, wie das passiert ist, weil auf YouTube, weil ich habe ja nur auf YouNow gestreamt und das Ganze wurde ja auf YouTube separat überspielt. Ich habe keine Ahnung, wie es sein kann, dass das dann nur auf YouNow zu sehen war. Wenn es auf YouNow und YouTube gewesen wäre, okay, hätte ich gesagt, irgendjemand hat es geschafft, das auf YouTube irgendwie, auf YouNow irgendwie zu ändern, dass es auf YouTube so überspielt wurde. Aber es ist tatsächlich nur auf YouNow überspielt, nur auf YouTube überspielt worden. Der Stream auf YouNow war okay, da war nichts in der Richtung hin. Ich habe keine Ahnung, was es war. Vor allem, ich habe ja nicht einmal was gemacht. Ich war duschen, ich habe mir die Haare gewaschen und die Haare geschnitten und habe danach mich hier hingesetzt, habe meine Songs weitergehört, habe weiter ein bisschen gesungen, habe weiter ein bisschen mein Zeug gemacht. Ich habe keine Ahnung, was das gewesen sein kann. Ich habe auch meinen kompletten YouTube und meinen kompletten Google-Account überprüft und ich habe echt nicht die geringste Ahnung, was das war. Also, ich habe das auf jeden Fall nicht gemacht. Im Gegenteil. Das ist ja voll krank, Alter. Das ist eine Plattform von Jugendlichen. Ich habe noch nie auf einer solchen Plattform sowas gemacht und würde ich auch nie. Ja. Also ich kapiere echt beim besten Willen nicht, was das war. Ich kann mir das, wie gesagt, nur so erklären, dass es irgendjemand über YouNow geschafft hat, auf YouTube das einzuspielen. Da muss irgendwie jemand geschafft haben, sich einzuloggen. Ich habe aber nicht die geringste Ahnung, wie. Zum einen natürlich, einmal bin ich an meinem Kanal, weil ich natürlich jetzt Angst um meinen Kanal habe. Zum einen aber auch deswegen, weil ich... Hey, was war da? Also, für alle, die jetzt es noch nicht mitbekommen haben, erkläre ich es nochmal kurz. Ich habe auf YouNow gestreamt, also ganz normal auf YouNow. Und wenn ich auf YouNow anfange zu streamen, kann ich mich entscheiden, mit einem Klick auf einen Button, dass ich separat neben YouNow meinen Stream auf YouTube streame, dass er quasi auf beiden Plattformen gleichzeitig läuft. So, und das habe ich gemacht. Und aus irgendeinem unerfindlichen Grund hat es jemand geschafft, sich über diese Verbindung, ich kann es mir nur so erklären, auf meinen YouTube-Stream einzuhacken und da irgendwelche pornografischen Inhalte mit reinzuballern. Ich habe keine Ahnung, wie er das angestellt hat, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Auf jeden Fall ist das richtig krank gewesen. Ich habe jetzt da, wie gesagt, mich schon mit YouNow in Verbindung gesetzt, weil da ist irgendeine Sicherheitslücke 100% drinnen. Ich werde auf jeden Fall in Zukunft nicht mehr gleichzeitig auf YouNow und auf YouTube streamen. Ich weiß jetzt echt nicht, was das war und wie ich das jetzt verhindern kann für die Zukunft. Ja, von daher nur mal als kleine Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung, was das war. Ich möchte mich dafür entschuldigen. Hätte ich das natürlich früher gewusst, hätte ich sowas gar nicht erst in Betracht gezogen, dass ich dann auf YouTube und YouNow gleichzeitig streame. Kann ich jetzt nicht beurteilen. Also ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Es tut mir echt leid. Das ist richtig.